Ein bisschen Kräuterbutter in die Pfanne. Das sind die Basiszutaten für unser Wurstgulasch. Das sind so Kindheitserinnerungen. Rote Bratwurst, in kleine Stücke schneiden, Staudensellerie, noch ein bisschen Paprika und alles schön ordentlich in Würfel schneiden. Die Wurst zur Kräuterbutter. Schön lecker brutzeln lassen. Dann kommt dazu, das sind Knoblauchzehen. Riesendinger, man muss weniger schälen, weniger schneiden. Ein paar Chili dazu. Die Wurst ist angebraten, die Gemüse dazu. Knoblauch und Chili, schön anbraten. Mein Tomatensalz mit getrockneten Tomaten und es kommt reichlich dazu. Reichlich, 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 reichlich. Tomaten aus der Dose und etwas groben Senf. So, ich habe Kartoffeln mit der Schale gekocht, kommt jetzt einfach noch mit dazu. Vierteln, jetzt haben wir alles. So, wenn es mal schnell gehen muss, für die Kinder oder für den Studenten, für die Party, danach, genau richtig, müsst ihr probieren. Wurstgulasch à la Henze. Freunde der Nacht. Blitzrezepte! I love it. Guten Appetit.